Ja, hallo Freunde der Nacht, was muss man in traurigen Augen sehen? Wir müssen wieder über Oliver Pocher reden, das ist ja einer der Promis, die wir hier verfolgen seit seiner Trennung von Amira. Und ja, was schreibt da die Bild-Zeitung wieder? Also einmal gibt es da ja doch so ein, soll ich mal sagen, relativ eindeutiges Paparazzi-Foto mit einem Sat.1-Moderator, der so und so Düren, glaube ich, kenne ihn gar nicht. Und Oliver Pocher wird ja nachgesagt, eine Affäre mit Cora Schumacher, die ja auch jetzt im Dschungel ist und passt natürlich auch gut zu Publicity jetzt noch vorher, wenn man sowieso schon in den Dschungel geht, das noch da oben drauf. Und weiß nicht, ob er ihre Begleitperson ist. Nee, ich glaube nicht. Ja, also Gerüchte, aber die irgendwie nicht so richtig dementiert wurden, sag ich mal so. Sonst wird ja immer sehr schnell alles dementiert. Christian Düren heißt er von Amira. Und ja, was kann man dazu sagen? Dürfen sie natürlich, sie sind getrennt, aber Oliver Pocher, also er darf natürlich, aber sie darf, also sie hat sich da auch zu geäußert, dass ihr das nichts ausmacht. Das triggert ihn wahrscheinlich wieder, dass das immer alles scheißegal ist. Also ich glaube, er wird sie gern zurückhaben und ihr ist halt alles scheißegal. Das triggert einen halt, kann ich auch verstehen. Null Kontakt gibt es natürlich auch nicht mit Kindern und schon gar nicht, wenn man, beziehungsweise null Kontakt und keine Informationen gibt es ja auch nicht, wenn du dann über die Presse alles mitkriegst immer. Aber er hat dann gegen sie gestichelt in seinem Podcast, wo er gesagt hat, warum muss sie denn so, was hat er gesagt, irgendwie pikante Fotos machen. Ja, aber sie ist in Kapstadt und das ist offensichtlich ein Paparazzi-Foto und ja, was soll sie denn noch machen, ne? Außer das andere Ende der Welt fliegen, also ist wieder völlig unnötig. Also Amira weiß auf jeden Fall, dass egal wen sie datet, wird gehatet werden. Das ist bestimmt ein gutes Gefühl, wenn man so einen Ex-Mann hat irgendwie. Also ein bisschen ansatzweise kann man den Schmerz ja auch verstehen, aber das, ich meine, er ist mal gerade jetzt irgendwie ein halbes Jahr Shitstorm gegen den Biong oder wie auch immer der sich ausspricht, Katilatu. Da hat er ja mal gerade seine ganze Show drauf aufgebaut oder einen Teil seiner Show und jetzt ist schon wieder der nächste und jetzt, weiß nicht, wird er jetzt auch wieder durch den Kakao gezogen. Also, ich meine, ich bewundere wirklich Olli Pocher so, nicht unbedingt für seinen Humor, aber dieses Selbstbewusstsein. Ich habe neulich so eine, kennt ihr auch diese 13 Fragen, diese YouTube-Format von Funk, glaube ich, da ging es so was da, Humor oder so, also ja, das ist einfach irre schlagfertig, selbstbewusst, lässt sich auch nicht dafür, aber die Schattenseite bei ihm ist halt so ein bisschen, dass er echt so wahnsinnig im Ego ist, ne, und dann, ja gut, Cora Schumacher, ja, habe ich dann bei der Gelegenheit auch gesehen, wusste ich auch nicht, dass die einen OnlyFans-Account hatte, ey, oh. Das hat mich schon wieder so verzweifelt gemacht. Muss denn jede Frau heutzutage einen OnlyFans-Account haben? Muss das sein? Ey? Und wer bucht das denn alles? Also sie hat wohl irgendwo gesagt, dass sie im ersten 24 Stunden hätte sie 10.000 Euro Umsatz gemacht. Also ich verstehe es nicht. Und will man denn echt, also wenn man das stimmt, dass die was haben, will man eine Freundin haben, die nebenbei immer mit irgendwelchen Dudes irgendwie bezahlten Nachrichten schicken muss, damit die denken, sie hätten irgendwie eine Beziehung zu ihr und was weiß ich, und dann willst du mit dir auf ein Date gehen und dann sagt sie, nee, ich muss mich gerade jetzt hier noch ausziehen und Fotos machen für meine OnlyFans-Follower. Ich komme da irgendwie nicht drauf klar, ich weiß auch nicht. Also irgendwie muss ich ganz ehrlich sagen, so richtig kaufe ich das nicht so richtig. Also ich, wenn man jetzt mal überlegt, was er vielleicht für ein Beuteschema hat, würde ich jetzt mal denken, dass sie da nicht so reinfällt. Also ich kaufe das noch nicht so richtig. Ist ja auch wurscht, dann machen, was er will. Aber gleiches Recht für alle, ne? Warum ist es bei Amira scheiße und er darf das aber? Das geht natürlich gar nicht. Aber wie gesagt, so richtig, ja, sind ja scheinbar auch irgendwie befreundet. Vielleicht haben sie sich mal getröstet oder so. Aber so richtig kaufe ich das alles nicht so richtig. Aber ich glaube, da wird noch viel Drama kommen und das ist ja immer auch immer ja lustig, dass das der größte Kritiker der Influencer-Szene und der Trennung in der Influencer-Szene, dass der das
Also selber dann so eine Trennung abzieht, das ist einfach zum Schießen, wirklich. Ja. Was denkt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Bushido soll ja auch wieder zurückkommen. Das wäre eigentlich auch mal ein spannendes Video über den. Sonst, wenn ihr Themenwünsche habt, wie gesagt, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder an supportedleadership.de. Und ja, dann mache ich nochmal wieder ein psychologisches Video. Eigentlich meine Hauptaufgabe hier. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.